Herzlich willkommen, wir sind hier in Flawil bei der Maestrani im Schockiland zu Gast mit 500 Kunden, mit Coop-Kunden, Mini-Region-Kunden. Wir präsentieren heute ein Brunch-Buffet, ein attraktives Brunch-Buffet, wo wir verschiedene Mini-Region-Lieferanten vor Ort haben, die unsere Gäste verköstigen tun. Ziel von dem Anlass ist, dass wir unseren Kunden oder vielleicht auch potenziellen Kunden, die vielleicht noch nicht so bei uns einkaufen, das Mini-Region-Label näher bringen. Wir wollen zeigen, dass wir bei Coop viele gute, qualitativ hochstehende, regional verankerte Produzenten und Lieferanten haben. Und die sind jetzt hier an dem Buffet sind die vertreten mit ihren Spezialitäten. Und wir sind überzeugt davon, dass das bei unseren Kunden sehr positiv und sympathisch ankommt. Wir sind vom Appenzeller-Käse. Wir haben drei verschiedene Käse hier. Den Mild, den Klassik, den Sürschwein und den Appenzeller Extra. Und unser Rezept ist und bleibt natürlich geheim. Jawohl, grüezi miteinander. Ich bin Marcel, mein Name, von der Appenzeller Metzgerei, Wittenmetzgerei. Wir haben hier diverse Appenzeller Spezialitäten, vom Pantli über die Südwurst, über den Hirschschöblig mit Appenzeller Käse, Bauernschöblig, Appenzeller Mostbröckli. Hier Hirschfleischkäse und der Bierfleischkäse. Wir sind von der Käsekonditorei Eberli Spezialitäten in Grossau. Unsere Spezialitäten sind zwei Sachen. Das ist der Fruchtkäse mit Nüssen drin, wird von Hand hergestellt, schon seit über 40 Jahren. Und dann ganz neu haben wir auch den Création, das ist ein Berggeschichtenkäse, den wir mit Chili füllen. Das ist eine Weltneuheit. Wir haben die Infrastruktur der Firma Maestrani können nutzen. Sie haben die grosse Lagerhalle für uns ausgeräumt. Dort haben wir Festbankgarnituren für 500 Leute. Dadurch, dass das Wetter jetzt heute zum Glück schön ist, haben wir auch können draussen noch aufstuhlen. Wir haben Stehtisch angestellt für Gäste, die eher ungezwungen wollen, irgendwo hinstehen und einen Kaffee nehmen. Wir haben ein Zelt aufgebaut. Dort haben wir die verschiedenen Stände, wo dann die Lieferanten, die mit ihren Spezialitäten gekommen sind, die Leute können bedienen können. Also so eine Art Fassstrasse. Ja, es gibt Ballonen für Kinder, es gibt Besichtigungen, Kinder können selber auch Schocke geniessen. Also es ist ein attraktives Sonntagsprogramm, würde ich sagen. Ja. Schöne Tag in Toggenburg, doch gefällt's mir halt so gut. Seit Blumen stehen. Es ist wirklich alles super hier, die Brötchen sind wunderbar und der Event super organisiert. Es mundet. Danke vielmals und auf Wiedersehen.